Das war die Liebe meines Lebens. Oh, ich fange gleich an zu heulen. Ja. Stellt das gerade falsch dar. Das wusste ich so nicht. Okay. Zwei Leute, vier Fragen, 100 Euro Preisgeld. Wenn Sie kneifen und nicht antworten, müssen Sie pro Frage 25 Euro wieder hergeben. Heute mit... Ich bin Janina. Ich bin Kiana. Die BFF Edition. Wahrheit oder nichts. Nervös? Das Spiel schaffen wir mit links. Aber ich bin überhaupt nicht nervös. Wir kriegen es hin. Na dann, beweist es uns. Erste Frage, welches meiner Kleidungsstücke steht mir gar nicht? Eigentlich sind es schöne Sachen, außer über dein Bett da. Das ist ein bisschen zu viel. Du meinst meine Stange über dem Bett da mit den ganzen Klamotten? Ja, ich weiß. Wenn ich dir einen Teil sagen sollte... Zieh nicht immer schwarz an. Genau, der dir nicht steht. Zieh nicht immer lappige, schwarze Sachen an. Weil wenn du irgendwas ein bisschen enger tragen würdest, würde es dir besser stehen. Komm, wie böse du zu mir bist. Autsch, schnell die nächste Frage. Welche meiner Angewohnheiten nervt richtig? Zu spät kommen. Oh, zu spät kommen. Aber du verbesserst dich. Nein, ich arbeite an meinem Zeitmanagement. Ich habe gesagt 20 nach, damit ich sicher bin, dass du 25 nach da bist. Aber zu mir, was habe ich, das dich stört? Ja, gar nichts. Wir erkennen einen Trend. Vielleicht kommt Janina jetzt besser weg bei der Antwort zur Frage, wann hast du mich zuletzt angelogen? Jetzt kommt's raus. Nein, ich überlege, aber warte mal. Vielleicht habe ich manchmal gesagt, dass ich schon da bin am Treffpunkt, aber ich war noch nicht da. Einmal ist es mir, dass ich dir gesagt habe, weil ich dir gesagt habe, ich habe Zeit, ich komme und eigentlich hatte ich gar keine Zeit und bin dann eine halbe Stunde später gegangen. Weißt du noch, wo wir im Café waren? Weil ich arbeiten musste und ich glaube, das war halt einfach ein bisschen nicht cool von mir. Ich fange gleich an zu heulen. Ich wollte gerne noch länger mit dir sein. Ich weiß. Oha. Tut mir leid. Uff, geben Sie jetzt vielleicht 25 Euro her und antworten nicht. Wann war ich dir das letzte Mal echt peinlich? Wo antworte mir das? Du zuerst. Du bist mir nicht peinlich. Oh, komm. Ich hatte irgendwas bestimmt gemacht, was irgendwie ein bisschen... Nee, außer bei dem Casting, wo du dich so geziert hast. Stufst dich manchmal so zurück, obwohl du mehr könntest. Wann warst du mir peinlich? Eigentlich nicht. Da hat Janina noch mal Glück gehabt. Die Girls haben alle Fragen beantwortet. Macht 100 Euro. Freundschaft intakt? Nein, wir gehen jetzt getrennte Wege. Wir sind auch nur hier wegen der Kohle. Natürlich, was denkst du? Alles nur Spaß. Aber die Freude ist echt. Glückwunsch.